Dann wollen wir mal gucken, was uns da jetzt erwartet. Ich habe so eine verdammte Befürchtung, dass das so eine Art Arena wird. Ich hoffe es echt nicht, weil da ist wirklich Ausweichen gleich null fast. So wenig. Okay. Command Interface initiated. Okay, in Ordnung. Die sind in Ordnung. Die sind also cold. Ich hoffe, sie sind bereit, um sich die Fresse polieren zu lassen. Denn das ist genau das, was gleich passieren wird. Ey, die Jungs haben wirklich die Fresse. Das reißt auch erst. Reden Sie noch weiter, die Hitzkopf. Unsere Lanze wird sie vorher ausschalten. Punkt. Sie können mich nicht umbringen, Olivia. Aber ihre Leute werden das Gleiche merken. Aufstatteln, Marodeurs. Zeigen wir diesen Amateurleuchtern, wem sie sich angelegt haben. Ich liebe es ja, wenn ein Plan funktioniert. So, der ist da hinten irgendwo. Ich hoffe, dass er auch her spielt. Irgendwelchen. Der weit hier jetzt eigentlich ganz. Geh mal hier hin. Position confirmed. Artillerie-Mesh. Kommt mal hier in den Wald. Jetzt. You betcha! Ah, hier wäre ein Wald, ja. Wir gehen hier hin. Okay, wir gehen mal da oben hin. Wir müssen ja von da oben was sehen. Zeig mal, was du da hinten für Schönes hast. Okay. Lass sie kommen. Okay. I hear ya. Und 40%. Da kann ich einsetzen. What can I do for you? Naja, das würde nichts bringen. Das bringt eigentlich auch nichts. Good to go. Ja, komm, dann holen wir den Weg raus. Ja, es geht einfach nur dahin, die Bewegung rauszuholen. Vielleicht haben wir noch gar nicht erst eine Frage. Waiting on you, Commander. So, Preis. Eigentlich noch zu wenig. Engaging jump jets. Jetzt können Don't wir need to tell me twice. Jetzt können wir arbeiten.
Oh Gott, sie kann mal da vorbeischießen, Lady. Ja, immerhin, du hast den Schild appliziert, aber... Oh. Das schießt die tief. Ja, zum Glück ist er nicht da oben auf den. Einer Bewegung wäre das unangenehm geworden. Standing by. Up high. DPK, ein R da hinten hat. Der Arthur. Komm ich aber nicht ran. Dann können wir den wegkriegen. Ja, wir machen das. Natürlich hat er überlebt. Oh shit, ein Katapult. Hot damn. Let's do this. Okay, ich merke schon, das wird hässlich. Oh, ich... Die wollen einfach nicht sterben, richtig? Das könnte unangenehm werden. Na, vielleicht ging man weg. Was ist übel? Nicht sterben. Die wollen nicht sterben. Ja, der ist so im Modus Nahkampf langsam. Waiting for orders. Moving out. Wir gehen auf den und hoffen so auf ein paar Querschläger. Copy that. Oh ja, hat ein paar Querschläger gegeben. Der davon auf jeden Fall auch was abkriegt. Ja, noch so ein Katapult. They've got a lock on me. Hab mich gerade gesehen, der Lock, ja. So, Artillerie. So, einer wäre schon mal weg.
jetzt fressen. Das muss jetzt einfach fressen, Kollege. Das ist gerade nicht geil. Wir können noch mal ein bisschen nach hinten. Enemy mech. Critical damage detected. Coordinates received. Ja, eher. Ja, eindeutig eher. Target's taken a critical hit. Er ist halt einfach nur so ein Katapult. Er macht halt so Stabilitätsschaden. Ne, einfach Laser. Oh oh. Back up through my armor. Mech Warriors, show 'em what you got. I hear ya. Okay, das war nicht gut für das, aber okay. Ja, komm, Paul. Das Glück. Naja, nur verletzt. So, was hast du jetzt abgekriegt? Der rechte Arm. Im rechten Arm ist. Was ist denn im rechten Arm? Moment mal, wo meine Waffe? Ich glaube, das Bronze ist. AK-20. Ja, und die Munition ist, glaube ich, alles da unten. Ja, ja, okay. Gut, ist ärgerlich, aber es ist nicht schlimm. Coordinates received. Firing everything I've got. Ja, kein Glück momentan hier beim Treffen. Kein Glück. Kannst du gerade machen, was du willst. Waiting for orders. Okay. Got it. Critical hit, Commander. Der Kerl ist äußerst zäh, aber ey, guck dir mal das Bein an. Das existiert, glaube ich, gar nicht mehr. Habt ihr eigentlich noch irgendwelche Waffen? Nicht mehr großartig. Nicht wirklich. Warning. Enemy sensor lock detected. Ja, ja, er mag mein Shadow nicht. Daylight through my armor. Eindeutig. Waiting on you, Commander. Er hat eindeutig was gegen den. Take this. Want some more, huh?
Der hat gar keine Waffen mehr, ne? Oder? Nicht mehr viel eigentlich. Ja. Structural damage. Was habe ich denn jetzt verloren? Waiting for orders. Das ist eine Mäuse mögen. Na, bleib stehen, das soll. All weapons are go. That's a critical hit. Sagte Turner, sie haben gewonnen. Laden Sie mich einsam, was von meiner Lanze noch übrig ist. Ich werde Alhard in Ruhe lassen. Ich weiß ja nicht, ob ich Ihnen glauben soll. Was hält denn der Typ davon? Was hält denn der Typ davon ab, den gleichen Mist wieder abzuziehen, wenn wir weg sind? Ich bin ein Mann, der zu seinem Wort steht. Und selbst wenn dem nicht so wäre, bin ich doch nicht klug genug, mich zweimal vom selben wieder zu überrollen zu lassen. In dieser Analogie sind sie übrigens der Güterzug. Ja, danke, haben wir schon kapiert. Dann sind wir uns einig. Lieber sie verziehen sich. Ich kratze meine Marodeur vom Boden und Alhard kann das Geld, das er mir schuldet, in vollen Zug genießen. Ich will nichts mehr damit haben. Mission successful. Er hat verloren, aber mit Anstand und Würde. Oh, aber das ist jetzt. Ja, es ist klar, der Shadowhawk, der war da oben halt schutzlos, war klar. War so. Dennoch. Oh, weil der hat mir hier auch. Boah, wow, da hat auch nochmal viel gefehlt. So, die AK-20 hat aber nichts abgekriegt. So, hoher Orbit. So, Mr. Olivia, ich nehme an, dass Gallis das Zeitliche gesegnet hat. Nicht wirklich, aber er wird sie nie wieder belästigen. Dafür haben wir gesorgt. Erklären Sie sich. Wir haben seine besten Mech-Krieger in einem Duell besiegt. Gallis meinte, dass er verschwinden und sie niemals wieder behelligen würde, wenn wir es ihm gestatten, die Überreste seiner Lanze einzusammeln. Bevor sie sauer werden, der Typ hat es ernst gemeint. Ich glaube, er hat gemerkt, dass sie und wir eine Nummer zu groß für ihn sind. Er wird sich vermutlich in die hinterste Ecke des Grenzgebietes verziehen und für eine Weile erstmal den Kopf in den Sand stecken. Das hatte ich von einem Säufer wie ihm auch erwartet. Vielen Dank, Commander. Sie haben mir ein besonderes irrenden Dorn aus der Panke gezogen. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Und jetzt muss ich meine Aufmerksamkeit wieder wichtigen Dingen widmen. Leben Sie wohl, Commander. Alert Ende. Sehr schön. Vor unserem nächsten Auftrag. Ja. Gut, das war wirklich ein kurzer Auftrag. Und am Ende muss ich natürlich noch einstecken. LSR 10. 50 bis 20 Stabilität schafft. Energie, ja. Die sind zwar gut, aber dass die Gewicht kosten. Wenn die kein Gewicht kosten würden, wären die richtig gut. Das ist eigentlich sehr gut, ja. Auch Punkt 1 zu haben, kann nicht schaden. Jetzt gehen wir erstmal gucken. Reparatur.
Keine Ahnung, ja. Ja, es war im Torso. Also im Arm nichts. Selbst wenn ich die Arme verloren hätte, aber trotzdem. Muss ja nicht sein. Aber selbst ohne Arme war die Waffe noch aktiv und alles andere war in den Beinen. So, Idee. Aber wie gesagt, das hat schon einen Vorteil, vorne stark gepanzert sein. Die Arme 8, die können so bleiben. Ich meine, da ist nichts drin. Warum sollte ich jetzt unnötig da panzern wie verrückt? Wäre eigentlich totale Verschwendung. I'll let you know when that's done. So. Dann. Good to go. Die Steuerung würde ich hier mal sagen, ja. Training confirmed, Commander. Läuft aber. Waiting for orders. Good to go. Good to go. What can I do for you? Commander? Waiting on you, Commander. Also, du eine mit Steuerung. Good to go. Nee. Receiving you. Aufklärer? Ja, er ist. Vielleicht ihm mal in den Shadowhawks nächstes Mal sitzen. Hätte dieser Match außerdem den Zustand der Chance. Das wäre für den Shadowhawk eigentlich am besten, ja. Das sollten wir auch so machen. Ja, Leute. Und wir machen jetzt genau das, was ich halt auch vorhatte. Und zwar, wir werden jetzt die Hauptstory hier machen. Das heißt dahin 241 Tage. Wow. Okay, dann los. Das sind zwei Finanzberichte. Ja, das sind zwei Finanzberichte. Gut, Prügeleien in der Meshbuch. Du sprichst gerade mit Young im Mesh-Hangar, als irgendwer anfängt rumzuschreien. Auf der anderen Seite des Hangars streiten sich zwei Mesh-Krieger lautstark mit einer im Bett im Mesh. Kommst gerade rechtzeitig dort an, um mitzuerleben, wie Glitch zu einem Schlag gegen Kaffee ausrollt. Beide, ja, das geht gar nicht. Wenn dann beide. Kaffee erhält 50 Erfahrungen, Glitch folgende 30 Tage niedergeschlagen, Glitch erhält 150 Erfahrungen. Okay. Ja, Erfahrung. So, du erhebst deine Stimme und beide Mechaniker wenden dir zu. Glitch lockert die Fäuste. Wenn sie beide Streit haben, dann regeln sie das für Kampfkapseln. Okay. Ja, also ist jetzt nichts Besonderes. Haben wir schon mal gehabt, ein Ding. Wir haben jetzt erstmal eine scheiß weite Reise. So, Finanzbericht kommt gleich. Krankenstation ist gleich fertig, okay. Und da ist er. That work order is complete, boss. Top notch. I've got the financial report. Okay. So, ich denke, wir werden noch einen Finanzbericht wohl mitnehmen, ne? Also, ne, nicht ganz. Aber fast. Thank you.
Weil der Weg. Okay, glücklicher Zufall. Das eröffnet die morgendliche Besprechung mit finsterer Miene. Vor ein paar Wochen haben wir Vorfälle, aber einige der Kisten mit Maschinenwerkzeugen wurden gerade erst geöffnet und ich kann nicht glauben, dass es schon wieder passiert ist. Young schnellt gerade zu einem Stuhl. Wir haben mehr gefrorenes Fleisch von Triple F-Bürgern. Haben Sie eine Ahnung, wie schwer dieses Zeug in der Peripherie zu finden ist? Dr. Moore seufzt laut. Bitte sagen Sie mir, dass das Kühlsystem noch lief. Ich habe noch nicht genug vom letzten Mal. Keine Sorge, Doktor. Mein Team wird sich um die Plätzchen kümmern. Young lächelt sich freudig an. Was sagen Sie dazu, Commander? Kommen die Burger auf die Speisekarte? Wer? Weiß nicht. Ist das jetzt wirklich noch gut? Nee. Aufs. Du schüttelst den Kopf und erwiderst. Ich kann es mir nicht leisten, dass die Hälfte unserer Techniker auf der Krankenstation sind. So wie letztes Mal. Richtig zu deinem ersten Offizier um Darius, erzählen sie herum, was wir hier haben und finden sie heraus, wie wir dafür verlangen können. Wenige Tage später hat Darius unverhofft gute Neuigkeiten für dich. Wenn ich es nicht mit eigenen Ohren gehört hätte, würde ich es nicht glauben. Eine Söldnereinheit aus dem Hoheitsgebiet von Davion hat eine Klausel in ihren Verträgen, dass ihre monatlichen Zahlungen auch Mahlzeiten in der umfassen müssen. Der erste Offizier hat uns quasi aus der Hand gerissen, eine Meuterei zu verhindern. Young schlägt mit der Faust auf den Tisch. Da haben sie es. So verrückt bin ich also gar nicht, oder? Du hast 10.000. Okay. Wenn man was verdient mit gammeligem Fleisch oder so. Okay. Besser als wenn meine halbe Kuh irgendwo auf der Krankenstation landet. Hey, da spielt das hier Reise lang. Wahnsinn. Okay, wir sind da. Okay, noch nicht. Lass mal gucken, was die so im Laden hier haben. Okay. Aber was AK angeht, die holen wir bei unserem Händler. Wärmetausche. Und das auch nicht. Was haben wir denn hier? Ja, da. Haben wir hier? König. Okay, also übersetzt gesagt, hier ist nichts, null Nada. Hier reingehen. So, und dann noch von das Quartier, was dazu da gibt. Okay.
Bollwerk. Ja, es ist Bollwerk. Okay. Ja. Gut. Ne, Leute. Dann wäre das hier. Und dann starten wir als nächstes den Flashpoint, die Story. Ja, fangen wir mal die Kampagne an. Nach Dutzenden von Megaparts habe ich ja lange wirklich hinausgezögert, ein bisschen zu lang, muss ich schon fast sagen. Aber jetzt starten wir mal die Flashpoint-Kampagne und dann werden wir halt auch, dann halt auch ein bisschen dann auch schneller hintereinander starten, halt auch so, dass wir jetzt nochmal was nach der Parts gucken, dass wir zwischendurch mal so ein Flashpoint mal was bekriegen. Was wir so an Waffen haben, wir haben eigentlich jetzt so groß an alles, was man Waffen kriegen kann, halt auch. Was mich halt noch interessieren wird, wo ich die UAC 3 Plus kriege. Auch irgendwo kriegen. Bei Steiner kriege ich, glaube ich, die LB. Aber wer hat die UAC? Wer hat diese Waffen? Verraten werden sie nicht haben. Wer könnte diese Waffen haben? Also irgendeiner hat sie natürlich. Klar. Einen Sonnen haben sie nicht, das ist klar. Die haben sie, und die haben die LB. Ich glaube, die haben Sachen, die könnten sie haben. Die könnten sie natürlich auch haben. Nicht einfach weapon, habe ich momentan gar kein Bündnis. Ne? Ich bin einfach nur verehrt mit dem, das ist so Standard wohl. Den haben wir das Bündnis. Okay, gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und dann starten wir den nächsten Flashpoint. Bis dann.